Halog ten tak, dobro dan, dobrodošli u novu video lekciju. Pričamo jednu priču o devojci koja stalno gubi i pronalazi, ali nekad i ne pronalazi stvari koje izgubi. Dakle, priča se zove Verloren und gefunden, oder vergessen. Obnavljamo perfekat, novi vokabular, glagole, sve ono što vam treba da biste počeli da pričate na nemačkom na nivou A2. Spremni, krećemo odmah. Ok, also, tekst koji danas prevodimo se zove Izgubljeno i nađeno. Verloren und gefunden. Verloren und gefunden. Ana je veoma zaboravna. Ana ist sehr vergesslich. Vergessen, zaboraviti. Ana ist sehr vergesslich. I ona će nam ispričati šta je posljednje izgubila, zaboravila i ponovo našla. Znači, ona će nam ispričati. Možemo reći sie erzählt uns ili buduće vreme. Sie wird uns erzählen. Šta je ona, znači was sie posljednje letztens izgubila, zaboravila i ponovo našla. Hat, ne zaboravite na pomoćni glagol. Also, Anna ist sehr vergesslich und sie erzählt uns, oder sie wird uns erzählen, was sie letztens verloren, vergessen und wieder gefunden hat. Was sie letztens verloren, vergessen und wieder gefunden hat. Ok. Prvo kaže, ja sam pre nekog kratkog vremena izgubila svoju mačku. Ich habe vor kurzem meine Katze verloren. Ich habe vor kurzem pre kratkog vremena, vor kurzem, meine Katze verloren. Ona obično dolazi svakog jutra u moju sobu, ali prekjuče nije došla i nigde se nije mogla naći. Ona obično dolazi svakog jutra u moju sobu. Sie kommt jeden Morgen in mein Zimmer. Sie kommt normalerweise. Sie kommt jeden Morgen normalerweise. Možemo i da počnemo možda, pošto je to bitna stavka. Da krenemo sa normalerweise, pa glagol kommt sie. Normalerweise kommt sie jeden Morgen in mein Zimmer. Ali preključe nije došlo. Aber vorgestern ist sie nicht gekommen. Aber vorgestern ist sie nicht gekommen. Und e sada nije je bilo nigde. War sie nirgends zu finden. War sie nirgends zu finden, znači nigde nije bilo da je nađemo. War sie nirgends zu finden. Also, normalerweise kommt sie jeden Morgen in mein Zimmer, aber vorgestern ist sie nicht gekommen, nije došla und sie war nirgends zu finden. I nije bilo nigde. Ja nisam otišla u Fundbüro, znači onaj biro za izgubljeno nađeno, nego sam mnogo papirića u svakoj ulici okačila. Dakle, nisam otišla u Fundbüro. Ich bin nichts ins Fundbüro gegangen. Ich bin nichts ins Fundbüro gegangen. Nego sam, nego, sondern habe ich
bile cetel, papirića, u svakoj ulici in jeder Straße okačila aufgehängt. Ich bin aber nicht ins Pfandbüro gegangen, sondern habe viele Zettel in jeder Straße aufgehängt. Ich habe viele Zettel in jeder Straße aufgehängt. Posle dva dana javio mi se jedan čovek koji je nju u njegovoj garaži pronašao. Posle dva dana javio mi se jedan čovek. Znači, nach zwei Tagen hat sich ein Mann gemeldet. Znači, nismo rekli pozvao me telefonom, nego se javio. Nach zwei Tagen hat sich ein Mann gemeldet. Možemo reći i naravno, hat mich ein Mann angerufen, der sie in seiner Garage gefunden hat. Znači, man je u subjekat ove rečenici. Ein Mann hat sich gemeldet und ein Mann hat mich angerufen. Nominativ ein Mann. Imamo ovde relativnu zamenicu koji u nominativu opet. Der sie in seiner Garage gefunden hat. Bila sam tako srećna što sam opet imala svoju mačku. Ich war so froh, dass ich meine Katze, možemo wieder haben, dass ich meine Katze wieder habe. Ich war so froh, dass ich meine Katze wieder habe. Okay, idemo dalje. Moj ključ nije bio u mojoj torbi kada sam htela da otključam vrata. Moj ključ nije bio u mojoj torbi. Kada sam htela da otključam vrata, znači desio se jednom u prošlosti, nije ven, nije van, nego je as. Als ich die Tür aufschließen wollte, mein Schlüssel war nicht in meiner Tasche. Dativ. Als ich die Tür aufschließen wollte, kad sam htela, wollte, da otključam vrata. Verovatno sam ga zaboravila u vozu. In der U-Bahn. Oder im Bus. Oder im Zug. Verloren. Izgubila, što sam rekla. Izgubila ili vergessen. Zaboravila. Wahrscheinlich habe ich ihn in der Bahn verloren oder im Bus verloren, im Zug verloren. Moja mama je tog dana radila do 6. Dakle, ja sam čekala sat vremena ispred vrata. Moja mama je tog dana radila do 6. Meine Mutter hat an dem Tag bis 18 Uhr gearbeitet. Also, dakle, ja sam sat vremena čekala ispred vrata. Also habe ich eine Stunde vor der Haustür gewartet. Meine Mutter hat an dem Tag bis 18 Uhr gearbeitet. Also habe ich eine Stunde vor der Haustür dativ, gewartet. I tog dana je bilo nevjerovatno hladno. Opet imamo tog dana, an dem Tag. Nevjerovatno. Hladno. Es war an dem Tag unglaublich. Unglaublich kalt.
moje ključeve nisam ponovo dobila, iako sam ih u fund birou, iako sam išla u fund birou. Moje ključeve nisam ponovo dobila. Moj ključ. Meinen Schlüssel habe ich nicht wiederbekommen, iako sam išla u fund birou. Ins Fundbüro, ili sam bila im Fundbüro, onda u dativu, obwohl ich im oder beim Fundbüro war. Meinen Schlüssel habe ich nicht wiederbekommen, obwohl ich beim Fundbüro war. Dobro, i još jedna. Pre pet nedelja sam izgubila novčanik. Portmoni. Vor fünf Wochen habe ich mein Portemonnaie verloren. Portemonnaie verloren. I verujem da sam ga izgubila u banci. Das u banci. Und ich glaube, dass ich es in der Bank verloren habe. Vor fünf Wochen habe ich mein Portemonnaie verloren und ich glaube, dass ich es in der Bank verloren habe. Onda sam bila u jednoj prodavnici i htjela sam da kupim žvake, ali to naravno nije bilo moguće. Onda sam bila u jednoj prodavnici. Ich wollte Kaugummi kaufen, ali to je naravno bilo nemoguće. Aber das war natürlich unmöglich. Ich war dann in einem Geschäft, ich wollte Kaugummi kaufen, aber das war natürlich unmöglich. Odmah sam otišla u Fundbüro i prijavila gubitak. Gelaufen, gegangen, otrčala. I prijavila und ich habe koga šta den Verlust, znači der Verlust, gubitak. Verlust, prijavila, gemeldet. Ich bin gleich zum Fundbüro gelaufen oder gegangen und ich habe den Verlust gemeldet. Nakon tri dana su me zvali iz Fundbüroa. Nach drei Tagen hat mich das Fundbüro angerufen. I informisali su me da je neko tamo doneo moj novčanik. Also nach drei Tagen hat mich das Fundbüro angerufen und mich darüber informiert, da neko moj novčanik tamo doneo je hingebracht hat. Nach drei Tagen hat mich das Fundbüro angerufen und mich darüber informiert, dass jemand mein Portemonnaie dort hingebracht hat. Osjetila sam olakšanje. Ich war erleichtert. I novac je bio također tu. Das Geld war auch noch da. Što je malo verovatno, ali dobro. Das Geld war auch noch da. Ok, da pročitamo dakle šta se sve dešavalo.
Verloren und gefunden. Anna ist sehr vergesslich. Sie erzählt uns oder sie wird uns erzählen, was sie letztens verloren, vergessen und wiedergefunden hat. Ich habe vor kurzem meine Katze verloren. Normalerweise kommt sie jeden Morgen in mein Zimmer, aber vorgestern ist sie nicht gekommen und war sie nirgends zu finden. Ich bin nicht ins Pfandbüro gegangen, sondern habe viele Zettel in jeder Straße aufgehängt. Nach 2 Tagen hat sich ein Mann gemeldet oder hat mich ein Mann angerufen, der sie in seiner Garage gefunden hat. Ich war so froh, dass ich meine Katze wieder habe. In seiner Garage gefunden hat. Mein Schlüssel war nicht in meiner Tasche, als ich die Tür aufschließen wollte. Wahrscheinlich habe ich ihn in der Bahn oder im Bus im Zug verloren. Meine Mutter hat an dem Tag bis 18 Uhr gearbeitet, also habe ich eine Stunde vor der Haustür gewartet und es war an dem Tag unglaublich kalt. Meinen Schlüssel habe ich nicht wiederbekommen, obwohl ich beim Pfandbüro war. Vor 5 Wochen habe ich mein Portemonnaie verloren und ich glaube, dass ich es in der Bank verloren habe. Ich war dann in einem Geschäft, ich wollte Kaugummi kaufen, aber das war natürlich unmöglich. Ich bin gleich zum Pfandbüro gegangen und ich habe den Verlust gemeldet. Nach 3 Tagen hat mich das Pfandbüro angerufen und mich darüber informiert, dass jemand mein Portemonnaie dort hingebracht hat. Und ich war natürlich erleichtert, das Geld war auch noch da. Okay, das ist alles. Dopo najmenu, pritisnite like i subscribe i vidimo se u nekom od danih videa. Auf Wiedersehen, tschüss.